Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti und heute geht es um ein richtig tolles Thema für euch, nämlich vor allem für die Hardcore-Pumper da draußen. Wenn ihr euren Booster schon intus habt, dann könnt ihr auch dieses Video gucken, ansonsten werdet ihr es einfach nicht verkraften. Heute geht es nämlich um Intensitätstechniken. Wem das normale Training nicht genug ist, der hat hier wirklich eine ganze Menge, was er machen kann, um den Muskel richtig zu zerstören. Ist allerdings jetzt nicht eben nur für die das Training nicht genug ist. Das heißt, Intensitätstechniken, wofür benutze ich sie erstmal? Die benutze ich vor allem, wenn ich zum Beispiel einen bestimmten Muskel mal ein wenig mehr reizen möchte in kürzerer Zeit. Wenn ich hin und wieder, das benutzt man eigentlich nicht regelmäßig im Trainingsprogramm, das man hat, wenn ich hin und wieder mal einen Extra-Kick geben möchte. Oder auch, wie schon gerade erwähnt, wenn ich ganz wenig Zeit habe, kann ich damit tatsächlich innerhalb von nur wenigen Minuten einen Muskel trainieren. Teilweise geht es auch bei großen Muskelgruppen wie den Beinen und so weiter. Wenn ich eine schwierige Muskelgruppe habe, die ich wirklich irgendwie nur schwer erreiche oder weil die einfach viel ab kann, das sind bei vielen von euch zum Beispiel der Bizeps, da ist selten Muskelkater drin oder dergleichen, dann kann man ihm damit einen nötigen Kick geben. Aber auch so, hier und da so ein bisschen wie eine Prise Salz benutzen, kann ein Training mal ganz schön gut aufgestalten, kann es aber auch ganz schön versalzen, wenn ihr zu viel davon macht. Es gibt ganz verschiedene Intensitätstechniken und wir gehen jetzt hier mal die wichtigsten durch. Zum einen haben wir als die wichtigste Intensitätstechnik die Intensivwiederholung. So nennt man sie mehr oder weniger, ist eine Wiederholung, in der ihr eine Unterstützung erfahrt. Das bedeutet, das Klassische ist auf der Bank beim Bankdrücken, dass ein Trainingspartner bei der letzten Wiederholung, wenn ihr aus eigener Kraft es nicht mehr drücken könnt, leicht hilft. Das mag gelernt sein. Vor allem an die ganzen Trainingspartner da draußen, nicht zu viel abnehmen. Es gibt dann die, die total reinscheißen, es anschließend hochnehmen und dann möchte man die eigentlich nur verprügeln. Denn die verhindern eure Gains. So soll es nicht sein. Ihr sollt gerade so viel abnehmen. Teilweise könnt ihr euch vorbeugen und nur die Finger drunter tun. Das heißt, es ist sogar weniger als 2 Kilo, was ihr damit eigentlich benutzt, so dass er gerade noch hochkommt. Und dann könnt ihr es weiter noch eine zweite, eine dritte, dann könnt ihr es richtig erschweren. Das ist eine, wenn nicht die, schwierigste und intensivste Intensitätstechnik, die es so ziemlich gibt. Die mag aber gekonnt sein von eurem Partner. Wenn wir uns jetzt vorstellen, was mit dieser Intensitätstechnik geschieht, die wir übrigens auch, kleines Nebengleis, alleine machen können, habt ihr vielleicht auch mal gesehen, wenn ihr irgendwo Bizeps-Curls macht, könnt ihr natürlich, wenn ihr wirklich alleine nicht mehr hochkommt, mit dem anderen Arm gerade so helfen, und wieder runter. Dafür muss man sich gut konzentrieren können, aber es geht. Und genau genommen ist auch eine Cheat-Technik eine Intensivwiederholung. Denn wenn ihr euch mal vorstellt, es geht darum, dass ihr diese letzte Wiederholung nicht mit dem Gewicht bewältigen könnt, aber vielleicht auch schon nur 500 Gramm weniger, würde schon ausreichen. Vielleicht 1 Kilo weniger, wenn ihr bei der Bank seid und 100 Kilo drückt. Vielleicht reicht es, dass ihr noch für 94,7 Kilo drücken könnt. Das heißt, euer Partner nimmt euch 5,3 ab. Dann geht es. Und jetzt stellt euch mal vor, diese 500 Gramm fehlen und die holt ihr durch einen anderen Muskel. Ihr lehnt euch nach hinten, überwindet das, habt die 500 Gramm gut gemacht und geht wieder runter. Vom Prinzip her ist es genau das Gleiche. Der einzige Unterschied ist, dass ihr in der Phase, wo ihr euch nach hinten gelehnt habt, nicht die gleiche Haltung und Kontraktion im Zielmuskel habt. Aber vom Prinzip werden damit ein paar Gramm von einem anderen Muskel übernommen. Das Tolle ist jetzt bei der Intensivwiederholung, dass wir komplett bei dem Muskel beibleiben und kein anderer den unterstützt und der dafür nachlässt. Er muss das Ganze leisten, allerdings mit ein bisschen Hilfe. Ähnlich ist auch das Prinzip, auf das wir gleich kommen, vom Dropsatz. Wenn ihr also direkt, wenn ihr das nicht mehr sauber hinbekommt, das Gewicht reduziert und dann wieder hochgeht. Denn nichts anderes macht euer Trainingspartner. Er reduziert das Gewicht, weil er euch was davon abnimmt. Meistens ist es allerdings so, dass er bei der Negativwiederholung, wenn ihr also wieder runtergeht, auch beim Bankdrücken, dann müsst ihr wieder alleine ran, dann wird nicht mehr geholfen. Denn da könnt ihr auch meistens 20% mehr bewältigen, um es zumindest nicht komplett runterknallen zu lassen. Und damit kommen wir dann auch schon zur nächsten Intensitätstechnik. Und das wäre der Dropset. Strip-Sätze, Drop-Sätze, Reduktionssätze, es gibt eine ganze Menge Namen dafür. Heißt im Prinzip, dass ihr ein Gewicht macht und das seht ihr sehr oft bei meinen Trainingsvideos. Gerade am Ende benutze ich das sehr oft. Ihr nehmt ein Gewicht, sagen wir mal irgendwo bei 100 Kilo, ob für den Rücken, Brust, was auch immer. Und dann macht ihr so viel ihr könnt. Das sind vielleicht 6, vielleicht 8, vielleicht sogar 10 Wiederholungen, wenn ihr so ein richtiges Tier seid wie ich. Und dann anschließend, wenn nichts mehr geht, loslassen. Und ungefähr auf 60% gehe ich immer vom Gewicht. Das heißt, bei 100 Kilo sehr leicht auszurechnen. Das sind dann 60 Kilo. Und dann anschließend runterstecken und direkt weitermachen. Und da hört ihr auch schon den ersten Hinweis, das Beste für Dropsets sind eigentlich Steckgewichte.
Denn sobald ihr normal Gewichte aufgebaut habt, freie Gewichte, müsst ihr natürlich erst, wenn ihr keinen Trainingspartner habt, weg, die Scheiben weg, vielleicht sogar noch die Klammern wieder dran und dann weitermachen. Bis dahin ist so viel Zeit vergangen, dass es eigentlich kein richtiger Dropset mehr ist. Dann sind das schon 10, 20 Sekunden und dann ist es eigentlich eine andere Intensitätstechnik, nämlich eine Pausenwiederholung mit reduzierter Pausenzeit. Das wollen wir aber nicht. Wir wollen ja direkt weitermachen, so als wäre es wirklich eine fließende Wiederholung, runterstecken und weitermachen. Das Beste wäre, wenn der Partner das macht und ihr gar nicht, also das irgendwo zwischen den Wiederholungen geschieht. Und das könnt ihr zweifach machen, dreifach machen, vierfach machen. Ein einfacher Dropset ist eigentlich, wenn ihr einmal das Gewicht reduziert, von 100 auf 50, dann nochmal macht und dann war es das. Ein doppelter Dropset wäre jetzt, wenn ihr dann nochmal reduziert und weitermacht. Dann kommt es zu der normalen Pause wieder und dann könnt ihr direkt den nächsten Satz machen. Das ist ein Dropset, Stripsatz, Reduktionssatz, was auch immer. Das könnt ihr vor allem sehr gut machen, wenn ihr keine Partner habt. Und wie gesagt, an den Maschinen, wo Steckgewichte dran sind. Da habt ihr nämlich dann die Möglichkeit, das selbst sehr schnell zu kontrollieren, zu machen und dann könnt ihr diese Intensivwiederholung machen. Die Intensivwiederholung selbst als Intensitätstechnik, wo jemand unterstützt, da braucht ihr natürlich jemanden, außer ihr macht irgendetwas unilateral, wo ihr euch selbst helfen könnt. Ist aber in den wenigsten Fällen der Fall, sondern meistens mit einem Partner. Dann kommen wir auch schon zum nächsten. Der Supersatz. Sehr verwandt damit, nur dass wir jetzt statt einen Drop bei der gleichen Übung, machen wir eine andere Übung. Aber auch möglichst direkt danach, nicht zu viel Zeit vergehen lassen. Und da kann man dann verschiedene Möglichkeiten nutzen. Um das wirklich als Intensitätstechnik zu machen, nutzen wir das natürlich für den gleichen Muskel. Viele machen das auch antagonistisch. Die machen erst eine Brustübung und dann sofort gehen sie in den Supersatz, ist auch ein Supersatz, zu einer Rückenübung. Ist aber keine Intensitätstechnik. Das ist höchstens intensiver für euer zentrales Nervensystem, für euer kardiovaskuläres System und so weiter. Ist aber nicht intensiver für den Muskel selbst, außer dass er vielleicht weniger Sauerstoff bekommt. Es ist eher kontraproduktiver. Würde ich auch jedem von abraten, muss gar nicht sein, außer er möchte fit werden unbedingt. Dann kann man das machen. Wollt ihr aber eine Intensitätstechnik, das heißt den Muskel stärker reizen, dann geht ihr von der Brustmaschine zu einer anderen Brustmaschine. Habt ihr also Bankdrücken gemacht, geht ihr vielleicht zu Kurzhantelbankdrücken. Habt ihr vielleicht Bankdrücken an der Maschine gemacht, geht ihr danach direkt zu Fliegende über. Und so weiter. Das ist ein Supersatz. Keine, möglichst kaum Sekunden dazwischen lassen und mit einem anderen Gerät weitermachen. Natürlich müsst ihr das Gewicht dann auch so einstellen, dass ihr dann noch ein paar Wiederholungen schafft. Aber damit ist es artverwandt mit dem Dropset, aber es ist eben eine andere Übung und damit ist es ein Supersatz. Die nächste Intensitätstechnik ist die Negativwiederholung. Das bedeutet, dass wir die positive, wenn wir die nicht mehr schaffen, ich komme nicht mehr hoch, jemand hilft komplett und ich mache zumindest noch die negative. Wieder hoch und ich muss wieder gegenhalten. Wieder hoch und ich muss gegenhalten. Ihr seht, wir nehmen nur noch einen Teil der Wiederholung. Wir haben den positiven sonst und den negativen, wo wir nachlassen. Jetzt haben wir nur noch den negativen. Und glaubt mir, das klingt jetzt erstmal so harmlos, aber das ist eine der besten Intensitätstechniken für den Muskel- und Masseaufbau. Das ist Wahnsinn, was das bringt. Und im Prinzip ist sie auch wieder, ihr seht es, artverwandt mit den anderen. Wenn jemand eine Intensivwiederholung macht und euch ein bisschen Gewicht abnimmt, klar, dann müsst ihr nämlich oben wieder anfangen, die Negativwiederholung selbst zu bewältigen. Nur hier wird das ganze Positive abgenommen. Die könnt ihr auch sehr gut mit vielen Maschinen alleine machen, wenn ihr mit einem Ruck oder mit einem Pedal oder so etwas nachhelft und dann versucht, die Negative zu machen. Aber ansonsten ist das gerade bei Grundübungen sehr schwer, weil ihr natürlich alleine die nicht mehr in die bestimmte Position reinbekommt. Dennoch eine sehr effektive Möglichkeit. Und jetzt kommen wir noch zu einer letzten Intensitätstechnik, bevor ich nochmal allgemein zu Intensivierungen komme. Und das ist der Pausensatz. Hier machen wir eine verkürzte Pause und trainieren direkt weiter. Das haben wir vor allem kennengelernt, wie zum Beispiel beim Myokalypse-Training, wo wir erst eine Anzahl von Wiederholungen machen, kurz warten und dann weitermachen. Oder auch beim Pitforce-Training, wo wir eine Pause machen, eine möglichst kurze und dann wieder eine Wiederholung machen. Das Ganze können wir jetzt natürlich auch machen, wenn wir Bizeps-Curls gemacht haben. Normalerweise lässt man dann 1, 2, 3 Minuten Pause dazwischen und geht zum nächsten Satz. Hier machen wir aber eine Pausenwiederholung. Das bedeutet, wir warten nur ganz kurz 5 Sekunden, sodass wir gerade noch eine Wiederholung, vielleicht 2 mehr hinbekommen. Und das können wir natürlich beliebig oft wiederholen. Und das ist auch eine Form von Intensität, die wir reinbringen. Jetzt zum Schluss noch einmal grundsätzlich zu Intensivierungen. Das hier sind so 5 formale Techniken, die man kennt und unterscheidet. Aber natürlich sind eurer Fantasie keine Grenzen gesetzt bei dem, was ihr noch an Intensitätstechnik mit reinbringen könnt. Was ich hier extra nicht erwähnt habe, sind
Cheat-Techniken. Das heißt Techniken, die wir benutzen, wie ich es beim Bizeps-Curls gerade vorgeführt habe, um die positive Wiederholung mit Hilfe von anderen Muskeln zu meistern. Wir fälschen also ein bisschen ab. Das kann man auch sehr gut beim Seitheben machen. Seitheben besonders intelligent mit zwei verschiedenen Gewichten. Wenn ich also von alleine mit der absolut korrekten Technik hier nicht mehr hochkomme, sondern mit Schwung hochgehe, aber hier oben wieder korrekt lande und die Negativwiederholung wieder korrekt mache, dann ist das natürlich eine Intensitätstechnik. Allerdings habe ich sie hier extra nicht erwähnt, weil es A für fortgeschritten ist, man muss die Technik nämlich erstmal drauf haben, und B oft auch einfach nur eine andere Art der Trainingsausführung ist. Und grundsätzlich zur Intensivierung, es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie ihr euer Training intensiver gestalten könnt. Macht die kürzere Pausen rein, längere Pausen rein und da verschwimmen dann schon die Grenzen zwischen einer Intensitätstechnik wie der Pausenwiederholung oder ihr habt einfach nur weniger Pause gemacht, weil ihr nur 40 Sekunden nehmt oder dergleichen. Ihr könnt die alle kombinieren, ihr könnt noch ein bisschen, was ich öfters mache, ich mache ein Dropset, mache dann aber auch noch Negativwiederholung dran oder Intensivwiederholung mit meinem Partner und so weiter. Und so werdet ihr sicherlich noch eine ganze Menge Möglichkeiten finden, einfach ein bisschen mehr rauszuholen. Habt ihr diese 5 Techniken erstmal drauf und verstanden, was daran funktioniert, könnt ihr die kombinieren, wie ihr wollt. Cola, Limo, mischen, je nach Lust und Laune. Ich hoffe, das hat euch gefallen und euer Training weitergebracht. Probiert sie mal alle aus. Lasst mir in den Kommentaren gerne eure Fragen noch dazu da oder eure Anmerkungen, welche eure Top-Intensitätstechnik ist. Das würde mich auch mal interessieren. Welche benutzt ihr am meisten bei eurem Training? Ohne welche würdet ihr euer Training gar nicht mehr machen? Und welche schlägt am meisten bei euch ein? So bis dahin, dass ihr sie sogar fürchtet. Bei mir ist es ganz klar die Intensivwiederholung mit einem Partner. Das ist bei mir so ziemlich das Krasseste. Aber sagt mal, was es bei euch ist. In die Kommentare damit. Ansonsten für alle weiteren Videos, abonniert den Kanal, verpasst ihr auch nichts mehr und wenn es euch gefallen hat, Daumen. Ich verabschiede mich, bis bald, euer Gotti.